Herzlich willkommen im Keller. Es ist mal wieder Zeit für ein Dankeschön-Video, denn ich habe wieder Post bekommen und wieder gar Großartiges. Und was diejenigen, die mir was geschickt haben, nicht wissen, gleich dreimal. Ich bin relativ aus dem Häuschen immer noch. Es ist jetzt schon eine Weile her. Ich habe mir extra ein bisschen Zeit gelassen, damit ich hier nicht völlig ausraste beim entsprechenden Video. Ne? Aber ja, doch, also zum Teil auch wirklich was zu lachen, muss ich sagen. Ich habe jetzt nicht ganz alles jetzt hier direkt im Keller, weil ich gerade, manches waren Schlüsselbunde und sämtlich, also Schlüsselanhänger und sämtliche Schlüsselanhänger habe ich jetzt bereits an diversen Schlüsseln angebracht. Und deswegen habe ich die jetzt nicht griffbereit, weil ich jetzt hier nicht so viele Schlüssel gerade mit mir rumschleppe. Ja, und zwar hat sich das Ganze jetzt folgendermaßen zugetragen. Ich hatte eine anstrengende Woche und ja, eigentlich eine Scheißwoche. Bis auf jetzt das Wochenende, das war in Ordnung. Aber die Werktagswoche, das war nicht so prickelnd. Montag ging noch, Dienstag hatte ich überhaupt keinen Bock mehr und bin spät nach Hause gekommen. Also vergleichsweise spät und habe mir gedacht, was machst du jetzt noch? Hast du jetzt noch Bock irgendwie Video oder irgendwas YouTube-mäßiges machen? Ja, wahrscheinlich nicht so. Zumal ich ja noch die Schottland-Tour da ein bisschen am Vorbereiten bin. Das macht jetzt nicht wirklich viel Arbeit, aber es ist halt auch hin und wieder mal immer noch eine Kleinigkeit, die gemacht werden muss. Und ich war halt gerade so ein bisschen. Und dann komme ich heim und dann habe ich Post. Und zwar, leider weiß ich gar nicht mehr, was am Dienstag und was am Mittwoch da war. Aber an einem der beiden Tage jedenfalls kam diese Kette hier zurück. Ja, die ist halt in einem Rucksack liegen geblieben nach der letzten Männer-im-Wald-Tour. Das ist ja überhaupt nicht dramatisch. Und da war erstens dabei ein sehr motivierender Brief. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Du weißt ja jetzt auch schon, wer gemeint ist. Also doch. Das ist definitiv sehr motivierend. Und diese großartigen Knotenkärtchen, ich muss sagen, ich komme mit denen erstaunlich gut zurecht. Ich habe zuerst gedacht, oh, da bin ich doch zu blöd für, das kapiere ich doch nicht. Aber doch, ich habe jetzt alle Knoten, die man da knoten kann, außer die, wofür man irgend so einen Stock braucht, wo man halt eben an einem Ast oder an einem Stock halt, einem Baumstamm die Knoten festmacht. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Alles andere habe ich inzwischen durchgeknotet und das funktioniert wirklich richtig gut mit dieser Anleitung. Also hier mal ein Exemplar. Ich will jetzt ein bisschen vorsichtig sein wegen Urheberrecht. Nachher meckert da noch einer. Aber ich finde, das ist wirklich super übersichtlich und das kann man dann. Auch der hier ist toll. Also der Ende eines Seils Verdickungsknoten, damit man das Seil besser schmeißen kann. Da habe ich Spaß. Doch, also das ist super und da freue ich mich sehr drüber. Und jetzt werde ich auch dann mal das Projekt Knotenvideo in Angriff nehmen. Klar, es gibt schon großartige Knotenvideos auf YouTube, aber ich möchte mir dann auch mal eins selber machen, weil es macht ja Spaß. Und wenn ich jetzt jeden Tag so ein bisschen meine Knoten übe, dann kriege ich das hoffentlich demnächst auch mal hin. Und ja, also herzlichen Dank. Also das hilft mir wirklich richtig weiter. Ich habe auch kein gescheites Buch zu Knoten oder ähnlichem. In irgendwelchen Rüdiger Nebeck-Büchern sind ein paar Knoten erwähnt, auch der Palstick bzw. dieser Bowline-Knot. Das ist auch neben dem Topsegel-Shortstick der einzige anspruchsvollere Knoten, den ich mal irgendwann gekonnt habe. Der ist hier übrigens auch drin, besagter Topsegel-Shortstick, wenn ich ihn finde. Der heißt hier aber anders. Wie heißt er denn? Ist er das? Nein, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Ich finde ihn. Ja, da ist er. Tautline Hitch heißt er hier. Tut nichts zur Sache. Ich bin begeistert. Also herzlichen Dank hierfür. Schlüsselanhänger war noch dabei. Wie gesagt, ist jetzt am Schlüsselbund. Habe ich jetzt gerade nicht da. Also auch da vielen herzlichen Dank. Und wir hatten darüber gesprochen, dass diese Teile für mich kostbar sind, weil ich da jeden akribisch aufhebe, an den ich irgendwie rankomme. Und du meintest, glaube ich, die kriegt man im Tausenderpack für gefühlt 2 € aus China. Ja, jetzt habe ich erstmal Vorrat. Also herzlichen Dank. Und vielleicht baue ich mir dann auch mal ein Tab-Schnellaufhängsystem irgendwie zusammen. Also. Ja, Projekte genug, Zeit müsste man haben, aber irgendwann mache ich das auch. Und oh, ganz großartig sind diese kleinen Döschen, die waren auch noch dabei. Die kann ich ganz hervorragend gut gebrauchen. Es fehlt, das darf ich jetzt wieder nicht sagen, sonst kriege ich demnächst wieder ein Paket.
so kleine Behältnisse habe ich noch nicht so viele. Ganz vorsichtig ausgedrückt. Das heißt jetzt nicht, nein, 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 heißt es nicht. Das heißt nur, die konnte ich jetzt gebrauchen. Jetzt habe ich ausreichend. Nur bevor jetzt hier irgendwie wieder irgendwas schief geht. Entschuldigung, Gesundheitszustand wird auch nicht unbedingt besser bei mir. So, dann, also das war ja schon toll. Eigentlich wahnsinnig gefreut und bin am nächsten Tag, naja, halbwegs motiviert zum Job. Und war wieder ein Scheißtag. Alle Kacke, wieder demotiviert heim, keinen Bock mehr gehabt. Und was lag daheim? Das nächste Päckchen. Ich wollte gerade sagen, könnte so weitergehen, aber das will ich ja auch nicht. Das muss ja nicht sein. Das ist ja übertrieben. Und zwar jenes hier, ich habe es jetzt gerade mal wieder reingestopft. Ich habe es natürlich zwischendurch mal rausgenommen. Das ist ein toller, kombinierter Schnur- und nützlichen Kleinkram. Zubehörbeutel. Allein der Beutel selber ist ja auch schon praktisch. Ne? Diese Ziploc-Dinger da. Ich muss mir die nie wieder kaufen. Ich kriege die immer von euch. Das ist toll. Also einmal mit schönem Reflexionsbändchen zum ans Zelt hängen, damit ich mein Zelt nachts wiederfinde, vermute ich. Das ist ja, tut ja schon Not bei mir. Bisschen Nähgarn kann ich auch brauchen. Ich habe mir inzwischen ein kleines Nähset zusammengestellt, aber mit nur wirklich minimalsten Mengen an Garn. Ich muss demnächst bei meiner Mutter noch einen Kurs machen, wie man jetzt mit einer Nadel eigentlich konkret genau umgeht. Ich hatte Handarbeit in der Schule. Ich habe das boykottiert. Ich war damals der Meinung, ich als großer, starker Mann, also ich war damals schon vergleichsweise groß und naja, stark würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest lang. Und war dann der Meinung, ich brauche das nicht. Frauensache. ja, habe ich dann auch der Lehrerin gesagt. Und deshalb musste ich dann immer vor der Tür sitzen. Also nicht immer, aber oft. So, ja, so viel dazu. Jedenfalls habe ich da eine Bildungslücke. Der kleine Rebellenband damals. Also jetzt bin ich ja freundlich und nett und alles. Und würde niemals sowas in der Richtung sagen. Nein, nein, wirklich nicht. Das glaubt mir jetzt eh keiner. Ach, egal. Dann habe ich bunte Gummis. Bunte Gummis sind hervorragend. Ich habe bisher nämlich nur so graue, dicke. Dadurch, dass die bunt sind, kann man damit auch super noch irgendwelche Sachen farblich markieren. Dass man quasi weiß, okay, da wo das grüne Gummi drum ist, sind Zunder drin. Toll finde ich diese Schnürchen hier. Das sind zwei, weil die haben für mich als faule Socke so einen Spanner hier. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist wirklich so ein ganz simples, im Prinzip ja wirklich eine ganz simple Einrichtung. Damit kann man halt wunderbar sich eine entsprechende Schlaufe ziehen. Dann hängt man das halt eben mit dieser Schlaufe jetzt meinetwegen an einen Hering. Und wenn man jetzt merkt, man möchte das Zelt ein bisschen straffer ziehen, dann kann man hier einfach das entsprechend, ja, weiter herziehen und dann wird die Schlaufe größer und damit das Gesamtseil natürlich kürzer und das Zelt wird straffer gespannt. Ja, das muss ich jetzt auch niemandem erzählen. Und das Schöne ist, ich habe es ausprobiert, die sind so ein bisschen fluoreszierend. Also die haben hier so, man kann es da sehen, ja, so Reflektorelemente drin. Also das ist natürlich super, weil ich bin Weltmeister im über meine eigene Zeltleine stolpern. Da weiß nicht, wie oft mir das schon passiert ist. Davon zwei Stück. Hervorragend. Eine elastische rote Schnur. Auch toll, ich besitze keine einzige elastische Schnur in meinem Schnursäckchen. Das ist jenes Säckchen hier. Kommt da nachher auch noch rein. Das ist von daher auch eine sinnvolle Ergänzung. Und das Schöne ist ja jetzt natürlich, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Hier noch so ein praktisches Befestigungsdingens für kleine technische Geräte. Mit der Schnur hier habe ich schon entsprechend Knoten machen geübt. Also man kann es sehen, dass da die Knoten waren da nicht schon im Lieferumfang mit eingeschlossen, sondern die habe ich jetzt eben entsprechend schon alle reingemacht, weil ich halt gedacht habe, oh, das ist eine super Schnur zum Knoten üben. Und also, ne, quasi Knotenanleitung gekriegt, einen Tag später die entsprechenden Schnüre dazu. Das passt wie die Faust aufs Auge. Ich glaube, ihr habt euch abgesprochen. Und ja, das ist jetzt hier mein Knotenseil und wenn ich mal gerade ein paar Minuten frei habe oder halt morgens so quasi nach dem Aufstehen, bevor man dann muss zur Arbeit, kann man noch vielleicht einen Knoten machen oder zwei. Das ist also wirklich tolle Kombination. Also herzlichen Dank eben euch beiden. Und dieses Ding, ich vermute,
kenne ich gar nicht so genau, dass es auch ein Schlüsselanhänger ist. Ist hier in der Mitte sehr starr, lässt sich kaum bewegen und hat halt hier eine Schlaufe und eine Handschlaufe. Boah, da kommt schon nicht weg. Da könnte man natürlich, da kann man sich ja alles Mögliche dran festmachen. Ich lasse mir was einfallen. Vielleicht gleich den ganzen Schlüsselbund. Mal gucken. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das ist es gewesen. Bis auf das Highlight. Sieht aus wie ein Karabiner. Ein Hering, meine ich. Ist auch ein Hering, aber... ein Hering mit eingebauter Lampe. Wie cool ist das denn? Also ich finde das wirklich extrem unterhaltsam. Also wenn ich damit es noch schaffe, über meine entsprechende Zeltleine, die da dran befestigt ist, zu fliegen, dann habe ich es verdient. Also das finde ich wirklich toll. Das ist auch eine praktische Lampe einfach für irgendwelche Videoprojekte. Oder so Positionsmarkierungen irgendwo mitten im Walde, wenn man irgendwie jetzt gerade eben wieder sein Lager markieren möchte. Das ist halt schon extrem praktisch, wenn man da einfach so einen Hering in den Boden stecken kann. Fällt auch nicht so sehr auf. Bisher habe ich teilweise die Lampe dann an den Ast gehängt oder sowas. Das ist dann schon ein bisschen sehr offensichtlich, dass sich da ein Lager befindet. Also wenn man weiter weggeht und in der Zwischenzeit kommt jemand vorbei und sieht das, da habe ich mich immer ein bisschen unwohl gefühlt. Ich finde, jetzt sehe ich nichts mehr. Deshalb ist dieses Ding hier wirklich eine ganz hervorragende Lösung. Und allein die Idee, das finde ich schon großartig. Und man kann sogar die Batterien austauschen. Also tippitoppi, sehr nachhaltig. Also das schon so ein Kuriosum muss man unbedingt haben. Ja, definitiv. Aber jedenfalls kam am Freitag noch ein Paket. Also nochmal was Kleines. Ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Das kann ja wohl nicht sein. Und da musste ich wirklich schallend lachen. Bin fast zum Lachen in den Keller gegangen. Moment, wo habe ich's? Also normalerweise lese ich ja keine Briefe vor oder ähnliches. Aber hier muss ich jetzt doch mal eine Kleinigkeit zitieren. Hallo meinem Wald, für den Herrn, der Frauen etwas sonderlich findet und sich dennoch ein paar warme, selbst bzw. handgestrickte Socken für seine jungen Füßchen wünscht. Ich hoffe, sie passen dir. Kennen ja deine Schuhgröße nicht. Legt dir noch etwas selbstgedörrtes Beef Jerky dazu? Da du dies ja gerne magst, vielleicht findet diese Variante ja dein Wohlwollen. Liebe Grüße vom sonderlichen Geschlecht. Allein das ist ja ein Knüller und jetzt kommt's. Ta, 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 ta. Ich habe keine Ahnung mehr, in welchem Video ich erwähnt habe. Und ich kriege auch den Zusammenhang nicht mehr zusammen. Vielleicht erinnert sich jemand und kann es mir in die Kommentare schreiben. Das würde mich schon interessieren. Ich weiß nur noch, dass ich es erwähnt habe. Warum schickt mir eigentlich keiner selbstgestrickte oder handgestrickte Socken? Und da ist mir noch eingefallen, das weiß ich auch noch, im Video, ruder wieder zurück, sag irgendwas, damit das nicht doch noch wirklich jemand ernst nimmt und meint, er müsse mir jetzt Socken, oder sie, in diesem Fall, müsse mir jetzt Socken schenken. Und ich find's zum Brüllen. Ich bin dann den Freitagabend entsprechend in den Dingern rumgelaufen. Oder war es Donnerstag? Ich krieg's noch mit den Tagen. Tut mir leid, ich krieg's nicht. Ich weiß noch, dass es in 3 Tagen auf Folge die Dinger gekommen sind. Und es ist ja gerade schon durchaus etwas warm. Jedenfalls weiß ich jetzt, die Socken sind warm. Und ja, die passen auch. Moment, ich demonstriere das mal schnell. Die sind jetzt gerade für den Keller gerade gut, weil ich habe überhaupt keine Socken und auch keine Latschen an den Füßen. Und selbst wenn es hier so warm ist, der Kellerboden ist tatsächlich immer etwas kalt. Kann man sehen. Ja, also, das ist ein Knüller. Und ich habe hier auch noch das letzte Stückchen vom Beef Jerky, das ich aufgehoben habe, um es dann halt eben im Video noch zu zeigen. Den Rest habe ich schon längst weggespachtelt. Schon längst, schmeckt hervorragend. Ich bin begeistert. Das finde ich sogar noch leckerer als das
Das soll jetzt keine Herabwürdigung von Selbstgemachten sein, aber ich finde das gekaufte Zeug schon teilweise schon sehr lecker. Und dass ich jetzt hier so Selbstgemachtes tatsächlich noch leckerer finde, das überrascht mich selber. Vor allen Dingen finde ich die Optik toll. Das sieht ja tatsächlich aus wie, ja, so ein Stück Moorleiche, irgend so ein verrottetes Stück Rinde. Ich bevorzuge den Begriff Moorleiche. Ich kann leider nicht so genau sagen, nach was das eigentlich genau schmeckt. Ist auf jeden Fall pikant, leicht scharf. Lecker. Jetzt kann ich endlich den Rest auffuttern. Da warte ich schon den ganzen Tag drauf. So, und damit habe ich auch zu Ende gekaut. Möchte noch kurz erwähnen, da war auch ein toller kleiner Paracord-Schlüsselanhänger dabei, so ein Männchen, so eine Holzmurmel als Kopf. Tippitoppi gefällt mir auch wunderbar, ist eben auch an einem entsprechenden Schlüsselbund. Ich habe keine Lust mehr, heute Abend noch Schlüssel suchen zu gehen, aber ist angekommen, ich freue mich sehr und dementsprechend hoffe ich, das ist auch okay, wenn ich jetzt das irgendwann mal im Laufe von irgendeinem Video halte ich das auch garantiert mal in die Kamera, weil das hängt da jetzt erstmal eine Weile dran. Auch der andere Schlüsselanhänger, der übrigens auch aus Paracord gewesen ist, vom anderen Päckchen schicker. Das hätte ich fast verraten, wie er heißt. ja, also vielen herzlichen Dank. Also das war diese Woche wirklich großartig. Also jeden Tag so, keinen Bock mehr und dann kommt man heim und dann liegt da so ein Päckchen. Und das ist natürlich wirklich, also da, ja, und ich habe jetzt Socken. So cool. Ja, das soll es hierzu gewesen sein. Also nochmal vielen herzlichen Dank. Und Tiere wollen mich aus dem Wald vertreiben Video. Das habe ich nicht vergessen. Ich habe es auch zwischendrin nicht vergessen. Ja, habe wenig Zeit. Ich guck mal, vielleicht klappt es am Montag, also morgen. Jetzt ist Sonntag. Ich weiß noch nicht, wann ich das hochgeladen bekomme. Ob das heute Abend noch klappt, technisch oder nicht. Da gucke ich mal. Ich muss mir auch ein bisschen Gedanken machen, zugegebenerweise, wie ich dieses Video da am besten aufziehe. Weil so die Lösung kenne ich nicht. Ich habe deshalb gedacht, da machen wir vielleicht so ein bisschen eine Diskussionsrunde draußen. Da habe ich ein bisschen überlegt, machst du das so, machst du das so? Und war, bin mir noch immer, ja, war mir noch ein bisschen uneins. Ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht und ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. Deswegen, und weil ich halt derzeit halt wirklich nicht so viel Zeit habe und so ein paar Herzensprojekte, die ein bisschen Vorrang haben, hat das jetzt ein bisschen länger gedauert. Aber ja, ich guck mal. Morgen habe ich nicht so viel zu arbeiten, dann könnte es auf. Also irgendein Video kann ich morgen auf jeden Fall noch machen. Und wenn ich jetzt nicht das ultimativ dringende Bedürfnis habe, da hinten an der Flipchart irgendwas rumzuhantieren, dann wahrscheinlich eh nicht, weil geistig nicht auf der Höhe. Dann gibt es, glaube ich, dieses Video. Zumal ich das andere Ding, was ich noch gerne machen wollte, jetzt gleich im Anschluss mache und mir vorher erstmal einen Rotzlumpen besorge. Scheiß Kältung. Nochmal vielen herzlichen Dank euch drei und ja, bis zum nächsten Mal.